Erik Lesser im Ziel nach hartem Kampf auf seiner Heimstrecke in Oberhof. Der 10-Kilometer-Sprint wieder eine Herausforderung für die Athleten heute. Schwierige Bedingungen, besonders beim Stehenschießen. Lesser gut im Rennen, leistet sich zwei Fehler, verschenkt so einen Podestplatz. Läuferisch ist heute alles aufgegangen, was ich mir die letzten Tage so erarbeitet habe. Das Ski hat bombastisch funktioniert. Wir haben heute ein bisschen was Neues ausgepackt, was ich vorher ganz selten gelaufen bin. Hat sich auf alle Fälle ausgezahlt heute, aber ich ärgere mich schon über die zwei Fehler stehend. Nur 4 Sekunden hinter Lesser sein Mannschaftskollege Simon Schemp. Platz 6 mit ebenfalls 2 Fehlern. Bester heute ein Österreicher. Julian Eberhardt, normalerweise ein Wackelkandidat beim Stehendanschlag. Er setzt 5 Treffer. Nur liegend leistet sich der laufstarke Österreicher einen Fehler. Platz 1 mit 10 Sekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Tschechen Michael Slesinger. Dritter Dominik Windisch aus Italien.